Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute war ich wieder morgens um 8 Uhr bei Aldi, relativ früh unterwegs. Und zwar unter anderem gibt es heute bei Aldi im Angebot Thermo-Kaffeebecher, beziehungsweise auch für kalte Getränke natürlich. Das heißt also, heiße Getränke als auch kalte Getränke kann man hier einführen. So sieht das Ganze aus. Und ich stelle jetzt einfach mal die Kamera um. Ein paar andere Tipps zum Thema To-Go-Becher. Wir wollen ja alle was für die Umwelt tun. Gebe ich euch dann auch noch aus meiner Erfahrung mit dem Travel Mac von Emsa und zum Thema Kaffee. Aber das soll die Hauptgeschichte sein. Die gibt es heute, ab heute bei Aldi im Angebot. So, also das hier ist das gute Stück. Fühlt sich relativ weich an, ist Aluminium natürlich. Hier unten haben wir eine gummierte Unterfläche, das heißt also, dass er nicht rutscht. Und hier haben wir den Drehverschluss, machen wir erstmal auf. Und dann nehmen wir mal hier dieses Schildchen weg. Hier können wir auch noch mal ein paar Infos drauf lesen. Fassungsvermögen ist 340 Milliliter. Edelstahl, ja gut, Edelstahl ist es. Dann haben wir thermoisoliert für heiße und kalte Getränke. Höhe 20 cm, Durchmesser 7,4, Stopp, Einhand, Ausgieß, Automatik. Und das Ganze heißt bei Aldi Trinkbecher mit Klickverschluss. Und wie man hier sieht, kann man ihn auch in die Spülmaschine reintun. Da würde ich aber gleich noch was zu sagen, weil da gibt es immer Probleme mit den, das kann ich dann, habe ich gleich direktes zu sagen, wenn ihr den Kaffeebecher in die Spülmaschine reintut, immer diese Dichtungsringe hier entfernen, weil die werden durch die Spülmaschine so heiß, dass sie mit der Zeit spröde werden und undicht werden. Also da drauf achten. Das ist ein Tipp, den ich euch hier von meinem Emsa-Becher, stelle ich euch gleich auch noch mal ein bisschen genauer vor, geben kann. So, haben wir hier noch eine Gebrauchsanweisung, wie wir das Ganze pflegen können, entsprechend drin. Und so sieht sowas von innen aus. Nicht wahnsinnig spektakulär. Man kann den zudrehen und dann hat man hier oben diesen Klickverschluss einmal zu und hier ist er jetzt entsprechend offen. Ausprobieren tue ich das gleich natürlich noch. Und wie gesagt, 340 Milliliter. Den gibt es in verschiedenen Farben bei Aldi. Ich glaube 6 oder 7 verschiedene Farben. Ich habe mir jetzt mal hier dieses Rot oder Rosé, wie man auch immer das nennen mag, ausgesucht. Und hier haben wir auch die Quittung dazu. Dann kann ich euch gleich auch zeigen, hier der Becher kostet 6,99 €, also 7 Euro. Finde ich sehr günstig und wenn er das auch entsprechend hält, was er verspricht, aber das teste ich gleich noch aus, das heißt, ob er dicht ist und wie lange er warm oder kalt hält. Da ich euch die Quittung hier jetzt gezeigt habe, vielleicht für die Leute, die meinen Kanal schon öfter gesehen haben, ich trinke liebend gerne Kaffee bzw. Latte Macchiato und benutze dazu die Latissima, die Longhi Latissima Kapselmaschine, die auch Milchschaum, sehr guten Milchschaum macht. Und dazu benutze ich immer die Jacobs, die Jacobs Kapseln, das sind Aluminiumkapseln, weil die bei Aldi sehr, sehr günstig sind und super schmecken. Und das wollte ich sagen, die gibt es normalerweise nicht vergünstigt, aber diese Woche gibt es die vergünstigt um 25%. Das heißt also hier für 2,99 €. Natürlich nicht nur die 6er, sondern auch die anderen Varianten. Bis auf, also das als Tipp, die ganze Woche gibt es die Jacobs-Kapseln 25% günstiger. Das lohnt sich immer, sich einzudecken, weil es die auch bei Amazon oder so nicht billiger gibt. Also die haben so eine Festpreisbindung. Wer im Übrigen, apropos Jacobs-Kapseln, hier hinter ist, das heißt also die dekoffeinierte Variante der Stufe 6, das ist eine meiner letzten Kapseln, die ich habe. Die gibt es momentan nirgends lieferbar. Warum, weiß ich nicht. Wenn da einer eine Info zu hat, kann er die gerne unter das Video setzen. Also die dekoffeinierte Variante von Jacobs gibt es momentan nirgendwo zu kaufen. Weder bei Aldi noch bei Amazon noch sonst wo. Das nur so als Infotipp. So, das waren jetzt die Haushaltstipps. Ich wollte euch ganz kurz nochmal zu diesem Becher, den ich jetzt gleich mal testen werde, hier meinen Becher zeigen, den Emsa Travel Mac, den ich seit etwa 2-3 Jahren benutze. Das ist eigentlich so mein Favorit, den ich auch sehr, sehr viel verschenkt habe. Und die beiden werden wir dann miteinander testen. Der hat 330 Milliliter, also im Prinzip die gleiche Größe, die reinpasst. Für einen guten Latte Macchiato muss das auch sein. Kleiner sollte es nicht sein. Der hat den Vorteil, dass er hier so eine gummierte Schicht hat. Da steht auch überall, kann man sehen, glaube ich, Latte Macchiato, Kaffee und was weiß ich was drauf. Und das ist hier gummiert. Zeige ich das?
Hier oben kann man noch abmachen. Darum hat man den sehr gut in der Hand, aber das den hier auch. Also das hier ist nicht rutschig, also das ist überhaupt kein Problem. An dem hier habe ich das schon getestet. Das heißt also, dieser Verschluss, den wir hier haben, einmal drücken auf, einmal drücken zu. Auch ein Schraubverschluss natürlich und auch unten gummiert, damit er nicht hin und her rutschen kann. Den habe ich schon, ich weiß nicht, hunderte Male getestet und kann sagen, dass er wirklich heiß, 3 Stunden hält ungefähr und absolut dicht ist. Das heißt also, den habe ich auch schon, wenn er den richtig zudreht natürlich, und dann könnt ihr den wirklich in die Tasche legen oder auch im Auto irgendwo, wenn er jetzt nicht in den Cupholder passt, auf den Sitz legen. Der ist absolut dicht. Das heißt, das ist so auch der beste, den man so kriegen kann, wenn man so die Tests sich anschaut. Und damit muss der mithalten können. Denn der Travel Mac hier, gut, da muss ich sagen, der kostet fast 3-mal so viel, also um die 20, 25 Euro. Das kommt drauf an, manchmal kriegt ihr ihn für 18, manchmal halt für 20. Den hier für 7, der muss dann nicht genau das können, was der kann. Zu diesem hier gibt es dann auch noch, das kann ich euch auch nochmal zeigen, hier oben seht ihr so einen Drehverschluss zum Reinigen. Und da gibt es so eine ganz witzige Geschichte von einem Erfinder, den Drehhans, so heißt das ganze Teil. So sieht das aus, ist so ein Kunststoffteil, und den könnt ihr dann, wenn ihr das hier zum Reinigen öffnen wollt, weil das immer für die Fingernägel eine ziemliche Plackerei ist, könnt ihr das hier einfach dann aufmachen und könnt das hier aufdrehen. Also sehr, sehr einfach und dann auch wieder verschließen. Das zu dem. Wenn ihr Interesse habt zu der Kaffeemaschine bzw. zu den Jakobs-Kapseln, die Erfahrung, die ich gemacht habe und auch hiervon, ich verlinke euch Filme, weil hier drüber habe ich einige Videos gemacht. Aber das stellen wir jetzt dann alles mal auf Seite. Und jetzt werde ich die beiden jetzt mal befüllen mit jeweils einem heißen Latte Macchiato. Und dann werde ich den mal eine Stunde stehen lassen, beide. Und dann schauen wir mal, wie lange das heiß hält. Und dann werden wir den auch mal den Kipptest machen, wie dicht halt das Teil entsprechend ist. So, bei der Latissima Touch, hier oben kommen die Kapseln rein. Das habe ich euch bei den Videos, die ich über die Maschine gemacht habe, schon mal gezeigt. Einfach die Kapsel hier rein. Hier haben wir den Milchbehälter, den wir hier einfach aufschieben können und nach Gebrauch wieder in den Kühlschrank zurücktun können. Und ihr seht, wir haben hier Platz auch für große Becher. Der ist natürlich ein bisschen heftig groß, aber das funktioniert trotzdem. Eins möchte ich vielleicht noch sagen. Hier oben haben wir die Möglichkeit, den Milchschaum einzustellen. Das heißt also, auf dieser Stelle hier wird es sehr viel Milchschaum. Das heißt also, das Glas wird mehr befüllt und hier haben wir den Milchschaum nicht ganz so aufgepustet. Also da ist dann nicht ganz so viel Luft drin. Damit das hier nicht zu voll wird, ist es so, dass es besser ist, wenn man das hier reinmacht, einfach nur die Milch entsprechend den Milchschaum auf ganz klein stellt. Und dann kann man das hier drunter stellen. Hier oben drückt man jetzt auf den eingestellten, das ist auf meine Becher eingestellt, 330 Milliliter. Das heißt, ich brauche jetzt nichts zu verstellen. Jetzt läuft erst die Milch da rein. Das kann man jetzt nicht, weiß ich nicht, mal gucken. Ja, doch, ein bisschen könnt ihr es sehen. Das heißt, ihr könnt hier bei dem Gerät die Milch einstellen, ob ihr die ganz schaumig haben könnt, wollt, oder halt weniger Schaum drin. Es ist auf jeden Fall für den Preis, die Maschine, da sie jetzt gerade läuft, kann ich ja erzählen, die Maschine kostet etwa 200 Euro, macht meiner Meinung nach den besten Milchschaum und für den Preis absolut ungeschlagen. So, jetzt ist der Milchschaum vorbei und jetzt kommt hier der Kaffee rein. Ich habe meine Latte Macchiato so eingestellt, dass ich 2 Drittel Milch habe und 1 Drittel Kaffee. Das könnt ihr hier aber bei den Touchknöpfen bei der Maschine auch einstellen, wie ihr das haben wollt. So, und wenn er jetzt drin ist, dann mache ich das gerade zu. Hier haben wir den Deckel dazu. Ich habe jetzt natürlich einmal durchgespült, wenn das Ding neu ist. Und lass ihn dann etwa eine Stunde stehen und dann gucken wir mal, wie warm oder wie heiß er das gehalten hat. So, das ist jetzt die Geschichte. Normal habe ich jetzt hier einen Becher, den ich drunter stelle, weil es tropft immer noch mal 1 oder 2. Ich zeige das jetzt mal, wie das aussieht. Schaut euch das mal an, wie schön der Milchschaum ist, wie fein der Milchschaum ist. Und ihr seht, von der Größe her passt das wunderbar. Das heißt, wir drehen hier jetzt dann entsprechend den Deckel drauf. So. Und so sieht das Ganze aus. So lasse ich es jetzt mal eine Stunde stehen und dann gucke ich mal, ob er noch schön heiß ist. So, Stunde ist jetzt vorbei. Dann wollen wir mal schauen, wie
warm oder wie heiß dieser Thermobecher hier gehalten hat. Da ich mir bei dem hier oft genug schon den Mund verbrannt habe, weil der wirklich bis zu 3 Stunden richtig heiß hält, also nicht nur warm, sondern wirklich heiß, mache ich das jetzt so, dass ich da jetzt zum Testen nicht hier oben dran gehe, sondern ich drehe jetzt erstmal den Verschluss auf und dann teste ich mal, wie warm oder heiß das Ganze ist. Zwischen warm und heiß, muss ich sagen. Und das ist für einen normalen Thermobecher schon ziemlich gut. Nein, er geht schon Richtung heiß. Also, ganz klar, die Stunde hat er auf jeden Fall schon mal gut hinter sich gebracht, sage ich mal, weil von einem Thermobecher verlange ich also schon mindestens, dass es 1 Stunde richtig heiß hält. Also ob das jetzt Tee ist oder Kaffee oder wie hier in dem Falle Milch und Kaffee, also Latte Macchiato. Also 1 Stunde hält er heiß. Und jetzt werden wir natürlich den Verschluss mal probieren. Ich werde richtig zudrehen und hier oben jetzt dann öffnen. Das ist jetzt der Klick zum Öffnen. Und dann werde ich jetzt mal schauen. Nein, das war der Klick zum Schließen. Ist alles live hier, bleibt auch auf dem Video drauf. Also, oder er geht gar nicht auf. Doch, ich muss mich korrigieren, es ist heiß. Also kann man gut trinken. Ja, es ist heiß. Also insofern, wenn der lange heiß hält, hält er logischerweise auch umgekehrt, wenn ich jetzt hier kalte Milch oder Cola oder sonst irgendwas rein tue für eine Wanderung, für an See oder sonst irgendwo hin, ist das klar. Das heißt, alles, was lange warm hält, hält auch lange kühl. Ich habe ihn eben sauber gemacht. Das Saubermachen ist halt immer, der Becher selber ist natürlich überhaupt kein Problem, sauber zu machen. Okay, jetzt ist hier ein bisschen rausgelaufen. Das war jetzt aber eher meine Schuld. Gut, dass ich ein paar Zeva runtergelegt habe. Das hier zu reinigen ist immer ein bisschen Fummelskram. Und nochmal die Erfahrung, die ich hier mit dem Travel Mug gemacht habe. Wenn ihr das Ganze in die Spülmaschine tut, dann macht die Gummiringe, die Isolierringe bitte ab. Weil die, wenn die zu oft zu heiß werden in der Spülmaschine, dann werden sie undicht, habe ich eben schon mal gesagt. So, das soll es gewesen sein. Ich werde den behalten. Man kann ja immer im Auto 1 oder 2 oder 3 liegen haben, je nachdem. Es sieht ja auch ein bisschen hübsch aus in der Farbe hier. Jetzt will ich noch mal gerade testen, ob er auch dicht ist. Ich hoffe, es ist jetzt in Ordnung. Ja, dicht ist er. Gut, ich habe ihn jetzt eben hier, also das, was ihr hier seht, ist meine Schuld gewesen. Das heißt also, dicht ist das Ganze. Ja. Also das werde ich noch testen. Ich werde den auch mal im Auto dann natürlich benutzen, auch mal hinlegen. Ich will jetzt nicht mit dem Holztisch, wenn da Kaffee drauf kommt, die Flecken kriege ich nicht mehr weg. Werde ich euch noch unter das Video drunter setzen. Also zu dem Preis von 6,99 € bei Aldi, müsst ihr wahrscheinlich schnell sein, wie immer bei den Aldi-Angeboten. Ist es ein guter Becher, der sieht schön aus, fühlt sich gut an und er ist dicht, zumindest das, was ich jetzt vom ersten Test sehe. Und wie gesagt, zu dem Preis kein Problem. Ansonsten, der beste, den es auf dem Markt gibt, ist der Emser Travel Mug. Klar, er liegt auch dreimal so viel, so teuer, also um die 18, 19, 20 oder auch schon mal 24 Euro, je nachdem. Gibt es in verschiedenen Größen. Kleiner mit 250 Milliliter, dann 330 Milliliter oder der hier hat 340 Milliliter. Und die Dinger hier gibt es auch als Halb-Liter-Varianten. Guckt da einfach mal rein. Zur Kaffeemaschine, zur Latissima, die ich euch ja auch gezeigt habe, und zu dem Travel Mug, beziehungsweise auch zu den Jakobskapseln, die ich benutze, wie ich meinen Latte Macchiato seit Jahren mache, habe ich relativ viele Videos gemacht. Ich setze die Links zu den Videos, wenn wer da Interesse haben sollte, gerne in die Videobeschreibung, schaut da einfach mal rein. Und wo ihr die Sachen bekommen könnt, das hier ist klar, den bekommt ihr bei Aldi. Und die Sachen hier setze ich euch, die Kauflinks zu Amazon, wie immer unter mein Video drunter. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen mit dem kleinen Test hier. Ich finde ihn positiv. Und zu dem Preis kann man im Prinzip nichts falsch machen. Und ganz wichtig, wir wollen ja nun alle diese ganzen Plastikbecher und Pappbecher, die jeden Tag, die Millionen und Millionen, die jeden Tag nur in Deutschland verwendet werden, wirklich abbauen. Das ist wirklich nötig. Auch dazu habe ich ein paar Videos schon gemacht.
Ich benutze diese Becher generell. Ich gehe nicht mehr irgendwo hin. Mittlerweile kann man die ja auch in der im Café auch wirklich nachfüllen lassen. Im Moment geht ja eh alles nur to go. Also da auch den Umweltaspekt nicht außer Acht lassen. Und der Vorteil ist halt, ich habe meinen Kaffee auch dann wesentlich länger, eine Stunde oder auch zwei, richtig schön warm. Und das sind halt die Vorteile, die man dann hat. Und die Umwelt hat natürlich auch die Vorteile. So, nochmal, das soll es gewesen sein. Wenn es gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, abonniert gerne den Kanal. Es würde mich freuen, wenn wir uns hier zum nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin, eine gute Zeit für euch. Tschüss.